Hier treffen Abwechslung und Teamwork aufeinander. Ein Meter. Rangier ein. Lukas, Lok Rangierführer. Norbert, Rangierbegleiter. Ich führe die Lok. Und ich führe ihn. Bevor Teamwork und Abwechslung aufeinandertreffen können, müssen wir etwas früher anfangen. Denn am Anfang steht hier immer die Sicherheit. Oder mit anderen Worten? Das Wichtigste, die Schutzkleidung. Dann werden die Aufträge für den Tag eingeholt. Und schließlich das wichtigste Arbeitsgerät auf Herz und Nieren. Oder besser gesagt, Bremse und Einsatzbereitschaft geprüft. Doch nicht nur auf die Technik muss man sich verlassen. Vertrauen bewegt hier immer noch am meisten. Hier geht's um Material und Mensch. Und zwar ganz egal, ob alt oder jung, Azubi oder Quereinsteiger. Der Lokrangierführer ist Chef des Triebfahrzeugs. Der Rangierbegleiter hat draußen das Kommando und unterstützt vom Boden aus die Zugauflösung und Zugbildung. Gemeinsam werden unterschiedliche Kunden in der Nähe angefahren, beladene Wagen mitgenommen und leere abgestellt. Die Aufträge können in der Regel selbst organisiert werden und sind immer wieder anders. Nur im Büro sitzen kann ich mir nicht vorstellen. Der Schichtbetrieb muss laufen. Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Mit vollem Einsatz von jedem Einzelnen. Von hier aus werden die Wagen und Güter für ihren Transport quer durch Europa aufgereiht und dann an die Streckenlokführer übergeben. Das Rangieren, das Arbeiten im Team und die Heimatnähe gibt es so kein zweites Mal. Ich will Abwechslung. Mit Teamwork verbinden. Du auch?